Grüß Gott, liebe Zuschauer, Freunde des Stammtischs, Besucher meiner kleinen Sendungen. Heute bin ich wieder unterwegs bei meinem Wanderstammtisch in einem Musikstudio bei Bernie Paul. Lieber Bernie, wir kennen uns seit 100 Jahren, deswegen duzen wir uns mal öffentlich. Es ist eine große Überraschung, dich in einem Musikstudio zu treffen und nicht auf einer Baustelle. Es ist in der Tat eine Überraschung, sogar irgendwie auch für mich. Das hat sich in den letzten 2 Monaten ergeben. Ich war eigentlich längst ausgestiegen, aber durch Umstände hat es sich ergeben, dass man mich dazu motiviert hat, wieder was rauszubringen, was ich vor vielen, vielen Jahren eigentlich mal geschrieben habe und was in der Schublade geschlummert ist. Ja, das ist doch eine großartige Überraschung. In den 80er Jahren warst du ein Popstar, warst im Fernsehen, hast Hits gehabt, mitreißend, Entertainment gemacht, Massen bewegt. Und ich bin ein bisschen mitschuld, dass du wieder auf die Bühne zurückgekommen bist. Du warst so freundlich, zu meinem 100. Geburtstag das Lied Oh No No zu singen. Die Leute waren begeistert, viele kannten es gar nicht. Und daraus ist was geworden. Da gibt es jetzt Oh No No, gibt es jetzt einen neuen Text. Erzähl, das steht auf deinem Hemd drauf. Was ist das? Ja. Nun ja, also dein Geburtstag war ja nun tatsächlich eine gigantische Plattform. Das wünscht man sich als Künstler, der aktiv ist, aber auch als jemand, der als Seiteneinsteiger die Freude hat, so wieder mal zu performen. Und aus diesem Ganzen heraus, aus dieser Atmosphäre heraus, aus dem Zuspruch, den ich gehabt habe, hat es sich ergeben, dass ich in meiner Schublade gewühlt habe und etwas gefunden habe. Du hast es gerade schon angesprochen. Oh No No habe ich vor 31 Jahren mal bayerisch betextet. Und das habe ich mit dem Schwung deines Geburtstags und mit dem Schwung des Erfolgs auf der Bühne neu aufgenommen. Und daraus entsteht jetzt täglich irgendetwas, was mich sehr, sehr in Bewegung versetzt und Spaß macht. Das war eine Riesenstimmung. Die Leute haben mitgesungen, haben geklatscht und haben gejubelt. Und alle, wir haben beide im Stadion, wo wir ja immer begeistert die Tore von Bayern München zählen, haben wir ja noch gesagt, was singst du? Lucky oder Oh No No? Ich war unbedingt für Oh No No. Ja, du hast es bestimmt. Weil das sofort losgeht. Ja, genau. Ja. Aber lass uns mal erzählen, wie du überhaupt in die Musik gekommen bist. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du mal Saxophonspieler warst? Ja, Saxophon habe ich gespielt und gelernt ganz früh, eigentlich schon zur Schulzeit. Und dann habe ich auch eine Schülerband gehabt. Ich bin ja in Ingolstadt aufgewachsen, in Ingolstadt ins Gymnasium gegangen. Und ich bin so ein Kind der 60er. Also die Beatles sind in mein Leben eingestiegen und haben mich also total auf die Musik sozusagen, Musiklaufbahn gebracht. Schülerband, dann aber auch was Ordentliches gelernt und studiert. Aber Musik hat mich... Was hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Das ist doch gescheit, da kann man rechnen. Muss man rechnen, oder sollte man, ja genau. Aber die Musik hat mich nie ausgelassen. Ich wollte dann unbedingt irgendetwas... Hast du noch ein Saxophon zu Hause? Nein, ich habe keins mehr. Spielst du nicht mehr? Ich spiele nicht mehr, nein. Ja. Dafür singst du umso erfolgreicher. Ich singe sehr gern, ja. Ich bin wirklich gerne auf der Bühne, ja. Ich kann dich jedem nur empfehlen, wenn eine müde Zuschauertruppe zusammenhockt und irgendwas feiert und Bernie Paul kommt auf die Bühne, kommt Stimmung in die Bude. Aber jetzt, was ist das? Das ist diese Neuentdeckung, die Rückkehr auf die Bühne. Ich habe vorhin von der Baustelle gesprochen. Du hast offenbar deine vielen Gelder, die du mit deinen Hits verdient hast, in Immobilien gesteckt, mal eine Zeit lang. Ja, es geht nicht nur um irgendwelche vielen Gelder, die ich verdient habe, sondern es war auch immer irgendwo bei mir eine zweite Seite an mir, die irgendwas Handfestes machen wollte. Das mit der Musik ist wunderschön. Steuerlich heißt das, das ist ein immaterielles Wirtschaftsgut, womit man da zu tun hat. Aber du musst von Hit zu Hit und wenn keiner mehr kommt, dann hast du nichts, auf dem du dich ausschlafen kannst. Und wenn du Steine aufeinander setzt, dann hast du ein Haus und kannst es anfassen. Und deswegen habe ich immer schon ein Faible gehabt, zu gestalten. Also wenn ich mich mit Immobilien beschäftigt habe, dann habe ich auch Dinge gemacht, die irgendwo am Ende was Schönes waren. Ich habe Hotel am Tegernsee gemacht. Und hoffentlich auch was Rentables. Sollte dann am Schluss dann auch immer rentabel sein. Keine Verluste. Man muss schon aufpassen, aber doch. Ja.
Aber ich möchte unbedingt einen Menschen erwähnen, der in deinem Leben eine Rolle gespielt hat und in meinem auch. Das war der großartige Monty Lüftner. Monty, die Abkürzung von Egmont, war der große Chef von Ariola, der Freund, der Künstler, der Entdecker. Whitney Houston, Peter Alexander, alle. Udo und der Jürgens. Hat in deinem Leben auch musikalisch eine Rolle gespielt. Ganz große Rolle. Ohne den Monty würde es mich musikalisch nicht geben. Ich war ja damals bei der Ariola, bei seiner Schallplattenfirma, eigentlich in einem ganz trockenen administrativen Bereich erstmal beschäftigt, habe dort aber immer in irgendeiner Weise auf mich aufmerksam gemacht, durch Kommentare, durch Begeisterung. Das hat der Monty irgendwann einmal zur Kenntnis genommen. Dass du nicht nur rechnen kannst, sondern auch was von Musik, ein Gefühl für Musik. Ein Gefühl. Ich habe aus meinem Gefühl für Musik also sozusagen kein Hehl gemacht und habe das immer irgendwie ausgesprochen oder niedergeschrieben oder sonst wie. Und dann hat der Monty irgendwie gesagt, ja, den Burschen, den schicke ich jetzt einmal los. Und er hat mich, als ich 27 war, nach Amerika geschickt, als gerade die Ariola Amerika eröffnet wurde. Und er hat gesagt, schau dir da mal um, wir brauchen auch Künstler, die man international vermarkten kann. Und da habe ich die Tochter von Johnny Cash zur Ariola nach Deutschland gebracht, Roseanne Cash. Und mit Roseanne Cash ging bei mir eigentlich alles los. Zwischenbemerkung ganz anderer Art. Hast du gewusst, dass Johnny Cash mal in Deutschland bei den Soldaten war? Das wusste ich, ja. Ich habe kürzlich über Günter Jauch oder wo eine Frage gehört, welcher amerikanische Künstler hat eine Band Landsberg and Bavarians oder so. Da haben alle gesagt, es ist Elvis Presley. Nein, Johnny Cash war in Landsberg stationiert und hat dann eine Band gehabt. Richtig, da gibt es auch ein Denkmal für ihn. Ja? Ja, in Landsberg. Ja. Aber es war ein unglaubliches Erlebnis, als ich da also diesen Kontakt hatte mit der Roseanne Cash und die für Ariola. Wie bist du an die rangekommen? Die habe ich kennengelernt bei einem Event in Los Angeles, auf das ich, zu dem ich eingeladen war. Das war auch meine Aufgabe, mich zu tummeln im Musikgeschehen. Man muss ja erstmal eingeladen sein. Ne? Ja, richtig. Aber die Ariola, die von der großen Firma Bertelsmann, hat dort schon ein bisschen, also ein paar Pflöcke eingeschlagen. Und da wurden also die Mitarbeiter von Ariola eingeladen. Und bei einem Fest im Haus von Herbie Hancock war das im Übrigen. Ja. Im Haus von Herbie Hancock habe ich die Roseanne Cash kennengelernt. Und habe sie eigentlich dazu gebracht, eine Musikkarriere zu starten. Denn zu dem Zeitpunkt ging sie auf die Lee Strasberg Schauspielschule. Dann habe ich gesagt, why don't you make a music career? Die berühmteste Schauspielschule in New York, ja, wo man ganz streng erzogen wird. Ja, richtig, ja. Und das war ganz toll. Auf jeden Fall habe ich die so dazu motivieren können, einmal ein paar Versuche zu unternehmen. Und eines Morgens, da war ich wieder in München zu Hause, in meiner Wohnung in der Lindwurmstraße, ruft in der Früh um 7 Uhr der Johnny Cash an bei mir. Das war ein Erlebnis, das war unglaublich. Ich bin erstarrt. Hey, is this Bernie? I like the idea that you have planned with my daughter Roseanne. Das war fantastisch, aber damit ging alles wirklich los. Ja. Aber dann die eigenen Hits, ja? Ja. Was war der größte? War Lucky der größte? Eigentlich war Onono der größte. Doch, also Onono. In den Verkaufszahlen war Onono der größte, aber Lucky war der Auslöser. Lucky war von null auf... Hast du das auch getextet und komponiert? Nein, das habe ich nicht getextet und komponiert. Gut, dass wir Onono genommen haben bei meinem Geburtstag. Da ist das war sehr gut. Sind alle Urheberrechte bei mir. Jawohl. Ich hatte das Gefühl, als wir so schwanken zwischen Lucky und Onono, dass du ein bisschen zu Lucky tendiert hast. Erstmal wusste ich ja nicht, was danach alles folgen würde. Für die Veranstaltung ist es tatsächlich so, dass bei Lucky speziell bei einem etwas älteren Publikum teilweise spontaner noch zum Mitmachen auslöst. Weil dieses Lucky und so, da gibt es auch oftmals... Also ich habe mir beide Sachen angehört mit 30 Jahren Verspätung und war unbedingt für Onono. Du hast den richtigen Griff getan. Ja, und jetzt müssen wir nochmal drauf kommen, die Aktualisierung, die Bajuwarisierung dieses Liedes. Wir sind ja kurz vorm Oktoberfest und da passiert was mit dem Lied. Ja, es passieren sehr viele Dinge und sehr viele Aktivitäten haben wir angestoßen. Zum einen erfahre ich gute Unterstützung von einigen der populären Wiesenwirte. Das ist ja ganz wichtig. Da habe ich den ersten Kommentar
den ich bekommen habe, war, ja, Meier, ein Wiesnhit, schon wieder einer. Da kommen sie ja alle jedes Jahr daher und haben 50 Wiesnhits. Und dann habe ich es vorgespielt und dann war Aufhorchen. Und dann hat man mir also den Kontakt verschafft zu einer der besten Kapellen auf der Wiese oder zu der Kapelle, die sozusagen Trendsetter ist auf der Wiesen. Wer ist das? Das ist der Walter Bankhammer aus Salzburg. Ja. Und zudem bin ich nach Salzburg gefahren, habe ihm ein T-Shirt mitgebracht, habe ihm eine Mütze mitgebracht, habe ihm das Lied mitgebracht und er war total begeistert. Und dann habe ich von seinem Arrangeur, der Peter Kretz, das ist der Arrangeur von Walter Bankhammer, Partituren schreiben lassen in der Besetzung der ganzen Wiesenkapellen und habe das verteilt an alle Kapellen und bekomme jetzt im Moment sehr viel Zuspruch, dass sie das in ihr Repertoire aufnehmen werden. Also Gott sei Dank findet ja die Wiesen statt, vermutlich, hoffentlich, auch ohne größere Auflagen. Alle Reservierungen sind schon gebucht, man kommt nicht rein. Aber wenn Leute in ein Zelt gehen wollen und wollen, was ist das Singen? Das zeigen wir gleich. Wir zeigen das gleich mal in unserem Filmchen hier als Zwischenschnitt. Wo kann man es mit Sicherheit hören oder gar mitsingen? Also mit Sicherheit im Schützenzelt, mit Sicherheit bei Gary und Gary beim Käfer, beim Schottenhammel, da haben wir feste Zusagen, alle anderen haben es bekommen und wir haben jetzt noch ein paar Wochen Zeit. Wir sind gerade dabei, alle auf den neuesten Stand zu bringen, auch mit den Aktivitäten, denn die brauchen auch eine Rechtfertigung für ein Lied, das vollkommen neu rauskommt, zu spielen, denn die spielen natürlich lauter Gassenhauer, die längst bekannt sind. Ja? Und deswegen müssen wir die jetzt schon auch noch ein bisschen motivieren. Ja, aber wie testen die, ob so ein Hit ankommt, ob was ist, das ein Hit wird? Publikum mitsingen? Naja, das Positive dabei ist ja eben, dass es also eine Version von Oh No No ist. Und Oh No No war ja nun mal ein riesengroßer Mega-Hit, der überall gelaufen ist, von der Diskothek bis auch zum Oktoberfest. Und die Melodie selber regt so sehr an. Die hat so schöne melodiöse Phasen, da sind ein paar sehr schöne Kurven drin, die gefällt mir sehr, bin ich sehr optimistisch. Ja. Also ich werde ja bevorzugt in Wiesenzelte gehen, wo man das Lied hören kann. Willst du auch mal selber auftreten? Ich glaube, dass das nicht erlaubt ist. Aha. Ich habe gehört, dass das nicht erlaubt ist, dass das von der Stadt München untersagt worden ist. Ja, ich kann mich erinnern, dass meine Sängerin von der Bühne geholt wurde, die sie unbedingt zeigen wollten und da kommt die Wiesenpolizei. Ja, ganz genau. Also wir werden es versuchen zu steuern, dass die Kapellen das spielen. Ja. Das ist ja die Hauptsache. Ja, richtig, ja. Aber nochmal zu den rückblickenden Erfolgen. Da gibt es ja einen kuriosen Hit noch bei der Becks-Werbung, ja? Ja. Ich habe immer gedacht, das ist von Rod Stewart, aber das war von Bernie Powell, ja? Ja, aber das ist witzig, dass du jetzt Rod Stewart erwähnst. Ja. Der hat auch damit zu tun, dass ich diesen Erfolg haben konnte. Erzähl. Und das ist eine lange Geschichte, ich versuche sie kurz zu machen. Ja. Wenn eine Industriefirma oder ein Werbetreibender einen Werbespot ins Fernsehen bringen will, dann dreht er einen Film und dann werden die häufig unterlegt mit irgendeiner Musik. Und so war es damals, Beck's Bier hat als erste Brauerei, Großbrauerei eigentlich den Versuch unternommen, in die Werbung zu gehen. Und die haben einen spektakulären Spot gedreht mit der Alexander von Humboldt, mit dem Viermaster, mit den grünen Segeln, das war ganz bekannt und sehr, sehr signifikant und haben aufwendigst also diesen Spot gedreht und dann haben die Premiere gefeiert im kleinen Kreis, im Entscheiderkreis und haben den Spot zum Vortrag gebracht und dazu haben sie unterlegt die Musik von Rod Stewart, I Am Sailing. Hat sich gut angeschaut, hat sich gut angehört, alles prima, bis einer gesagt hat, ja, habt ihr denn eigentlich die Rechte von Rod Stewart für I'm Sailing? Wie, welche Rechte? Das war hochnaiv, ja. Hochnaiv, vollkommen naiv und amateurhaft. Ja, welche Rechte? Das läuft doch immer im Radio. Na, immer im Radio, es berechtigt euch nicht dazu, das in die Werbung und noch dazu zur Primetime im Fernsehen zu bringen. Ja, wieso? Was muss man da machen?
Da muss man anfragen, da muss man sich die Sonderrechte, die Rechte zur Verwendung in der Werbung einholen und dann kostet das bei so einem Welthit schrecklich viel Geld. Also kurz gesagt, die haben das versucht und dann wurde tatsächlich ein unfassbarer Betrag aufgerufen, haben die gesagt, das ist im Budget nicht mehr drin. Und dann hat einer in der Runde, der mit dabei war, gesagt, ja, ich kenne da einen in München, einen Musikmacher, könnt ihr den mal anrufen, ob der was hat. Es war an einem Mittwochnachmittag 1991 und da ruft er mich an und sagt, Bernie, hast du nicht ein Lied irgendwie, das sich für Segelschiff und Rau und für eine Biermarke eignet? Und dann sage ich, so direkt habe ich nichts, aber ich arbeite gerade an einem ganz anderen Song. Ich arbeite gerade an einer Hymne für die Olympischen Spiele, im Auftrag von Monty im Übrigen. Im Auftrag von Monty habe ich einen Song geschrieben, der für Whitney Houston sein sollte und das hieß Now or Never für die Olympischen Spiele in Los Angeles. Und da war ich gerade dabei, dieses Ding als Demo fertig zu machen. Dann habe ich gesagt, na also, Sale, aber ich probiere was aus. Und dann habe ich mich hingesetzt im Studio in einer halben Stunde, den Text geschrieben für den Spot, Sail away, you can fly on the wings of freedom, you can reach the sky, sail away, dream your dreams, you will always make your feelings come true. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, in einer halben Stunde könnt ihr kommen und präsentiere ich euch das. Da sind die gekommen mit dem Vorstand vom Becks und alle, die dabei waren und der Filmproduzent. Dann habe ich denen das vorgespielt und haben gesagt, das nehmen wir, das ist gut. Und das haben sie aber auch hoffentlich nicht so hoch bezahlt, wie Rod Stewart. Nein, das haben sie, aber auch ordentlich. Aber sozusagen branchenmäßig, ja. Wie das damals für einen neuen, unbekannten Song üblich war. Und dann ist es rausgekommen, war in den ersten 2-3 Jahren gleich ein riesengroßer Erfolg für Becks. Und dann haben die gesagt, jetzt möchten wir international gehen und haben Joe Cocker gebracht. Und dann hat Joe Cocker für 7 Jahre den Spot gesungen. Das war für mich natürlich ein fantastisches, fantastisches Erlebnis, ein fantastischer Erfolg. Aber deine Lieder sind oft von anderen gesungen worden. Mir fällt Wenche Mühre ein. Ja. Wenche Mühre? Was hat er? Ja. Oh no no, ja. Oh no no, ja. In Schwedisch? In Deutsch hat er es gesungen. Ja. Das war ganz am Anfang, zu der Zeit, als Oh no no ein großer Hit war. Und dann ein großes Comeback mit Oh no no hat in Frankreich Sacha Distel gehabt. Sacha Distel war ja in Frankreich vergleichbar. Großer Chansonnier. Ja, vergleichbar mit Udo Jürgens oder so, also so dieses Level. Ja. Und der war so ein bisschen weg aus dem Business und er hat mit Oh no no, französische Version, Ma Fame hieß es, Ma Fame, ein Riesen-Comeback gefeiert. Ein Riesen-Comeback. Naja, und in verschiedensten Sprachen. Ich selber habe es auch in Spanisch gesungen. Tienes la trampa y me enredo en tu amor. Du sagst zu mir, dass ich dich nicht versteh. Dabei bin ich sprachlos, wenn ich die bloß seh. Was ist das? Ja, was ist das? Jetzt kommt er wieder, ja, neu entdeckt, wachgeküsst. Wachgeküsst. Wachgeküsst von diesem, was ist das? Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, ob das nochmal. Das ist eine wunderschöne Melodie, auch zum Mitsingen. Ich würde sagen, als Wiesenbesucher, das wird ein Hit. Aber in den Jahrzehnten dazwischen habe ich dich ja auch beobachtet. Wenn ich mich politisch geäußert habe, hast du dich dazu geäußert. Du nimmst Anteil am Geschehen. Wir sehen uns in der Allianz Arena und du schreibst über aktuelle Zeitströmungen. Zum Beispiel, da du ja auch ein Sprachkünstler sein musst, was hältst du denn vom Gendern? Genderst du in deinen Texten? Nein, ich gendere nicht. Ich bin geradezu entsetzt über das Gendern. Ich bin entsetzt und ich halte es für eine Katastrophe. Ich liebe die Sprache, ich liebe die deutsche Sprache. Ich liebe die Möglichkeit, wie wir uns ausdrücken können mit unserer Sprache. Und ich finde es geradezu eine Verhunzung, was wir da im Moment erleben. Und ich bin wirklich ein militanter Kritiker der Genderei und schlage die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich verkrampfte Begrüßungen höre oder Schilderungen von Ministerinnen und Ministern und Kanutinnen und so weiter. Wir werden demnächst Brüderinnen und Brüder erleben. Das Tolle ist ja,
dass die allermeisten Leute über das Gendern so denken wie wir zwei. Ja. Sprachverhunzung, ja. Dummes Zeug, die schöne ja. deutsche Sprache. Man kann doch wunderbar sagen, meine Damen, meine Herren, das haben wir doch seit ja. 100 Jahren gesagt, Umfragen ergeben. Ich kenne x Umfragen, wo eine überwältigende Mehrheit der Befragten gegen das Gendern ist. Der normale Mensch hat keinen Sinn dafür. Aber die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die wollen uns missionieren. Ja? In allen Sendern höre ich diese blöde Genderei. Bin ja selber im Rundfunkrat vom Bayerischen Rundfunk und rede mit der Intendantin, ja, ich lasse das den Leuten frei im ZDF. Die jungen Leute, die ja übrigens ganz viel grün sind, ja, die wollen uns das eintrichtern. Es wird aber nicht funktionieren. Trotzdem, wenn ich eine Zeitung hätte, wo mir so vorgegendert wird, wo ich so missioniert würde, die würde ich sofort abbestellen. Aber ich kann jetzt ARD und ZDF nicht abbestellen. Ne? Ja, das kann man nicht abbestellen. Ja. Das ist Wahnsinn. Na, aber wenn auch dieser Umgang und diese Verhunzerei, wenn im Wort dann noch Pause gemacht wird, um MinisterInnen zu sagen, ja. die da waren, das ist Wahnsinn. Also ja. Aber es ist eine öffentlich-rechtliche Erziehungsaufgabe, ja, das mögen wir genauso wenig wie die Empfehlung von Herrn Kretschmann, wir sollen doch Waschlappen benutzen, das ist eine Frechheit. Leute haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, dass sie eine Dusche in ihrem Bad haben und da kommt der reiche Mann mit seiner Dienstwohnung und mehreren Duschen und sagt, nehmt Waschlappen. Ja, aber gut, politisch, ich habe das jetzt nur erwähnt, um zu zeigen, dass du ein wacher Geist bist, unabhängig von Musik auch Anteil nimmst am öffentlichen Geschehen. Ja, ich habe in meinem Facebook-Profil auch stehen, unter, ich weiß nicht, was für Sparte das ist, wie man sich selbst beschreibt, unabhängig, kritisch und Freigeist. So verhalte ich mich auch und ich bin in keinem Lager. Ich nehme alles, was auf mich einströmt, wahr und kommentiere das entsprechend meiner eigenen Ausrichtung. Ja, das ist doch gut so. So ja, soll ein ja. Bürger sein, ja. ja? So meine ich das auch. Ja. Obwohl ich kürzlich den Professor Wolfsohn getroffen habe, den ich sehr schätze, der sagt, es müsste mal einen Aufstand der Bourgeoisie geben. Ja, ja. Gegen das, was man uns alles zumutet. Ja. Und machst du noch Sport? Wir haben ja auch zusammen Tennis gespielt. Wieder sind wir wieder bei Monty, Monty's Club. Der Monty war für mich der beste Profi, herzlichste Männerfreund, den ich kannte. Der hat ja alle Leute zusammengebracht. Wie oft war der Silvester bei uns zu Hause und brachte immer Leute, Arnold Kontakte. Whitney Houston und Peter Alexander, die sahen sich ja schon bald ähnlich. Ja, das stimmt. Ja. Nein, der Monty war wirklich ein Menschenverbinder. Das ist wahr. Ja. Und da haben wir unsere sportlichen Begegnungen gehabt beim ABV. Ja. Das ist ein netter Verein, den gibt es immer noch, aber natürlich ohne den Patron und Geist vom Monte ist es schwer. Ja, ist schwer. Wir versuchen das am Leben zu halten, aber es ist doch schön, dass wir immer noch über ihn reden. Ich habe ja auch an meinem Geburtstag einen Tisch an ihn gehabt und habe ihn da gewürdigt. Da war ja auch Harald Schmidt da und man kann das übrigens im YouTube sehen. Ja, Harald Schmidt, Bernie Paul, Margit Sponheimer, Vicky Leandros, das war eine große, das war eine tolle Besetzung, ganz der einmalig. Größte Kampf war, mit dir nicht, aber mit anderen, dass alle gesagt haben, natürlich singe ich welche Lieder? Ich sage ein Lied. Und die wollten alle drei Lieder singen. Das geht doch nicht. Ja. Das war der größte Kampf, aber das haben wir hingekriegt. Also ich habe dazu auch nach meiner langen Zeit der Abstinenz vom Musikgeschäft, mache ich jetzt ab und zu irgendwelche Geschichten. Und dein Geburtstag war natürlich das größte Erlebnis dabei. Aber da wird man auch immer gefragt, ja, wie lange machst du denn? Und dann sage ich, ich mache eins. Ich bin ein Highlight, ich bin kein Dauerbrenner. Ja. Ich komme als Highlight. Wie stellen wir denn dein künftiges Leben vor? Also die Oktoberfest ist jetzt die spannende Zeit. Willst du wieder auf die Bühne zurück? Willst du öfters auftreten? Oder willst du weiter Immobilien entwickeln in Deutschland und Österreich? Wie sieht dein Leben? Mein Leben ist so, dass ich jetzt im Moment sehr viel Spaß habe, dieses Ding so zum Leben zu erwecken und verschiedenste Aktivitäten durchzuziehen. Aber ich werde mit Sicherheit nicht, wie man das im Fachjargon sagt, ich werde mit Sicherheit nicht tingeln. Ich werde vielleicht ein paar Highlights machen, wenn danach gefragt wird. So habe ich das auch in der Vergangenheit gehalten. So alle drei Jahre habe ich einmal einen ganz großen Auftritt gemacht. Aber wenn das jetzt ein paar mehr werden, dann freue ich mich drüber. Aber nein, ich werde nicht tingeln. Ich
Ich liebe meine Familie. Ich liebe auch, es. Wir müssen noch ein Wort über deine schöne Frau sagen, wenn du sagst Familie. Ja. Das ist eine besonders hübsche, attraktive Frau an deiner Seite. Die stellt dich nicht in den Schatten, aber jeder guckt auch gern auf sie. Ja, ja, bin sehr stolz auf meine Frau. Seit wann seid ihr zusammen? Wir sind jetzt 24 Jahre zusammen. Boah. Ja. Ja. Aber ich war ja schon, auch schon im fortgeschrittenen Alter. Also das hat gut gepasst, ja, dass wir uns kennengelernt haben, ja. Also ich bin sicher, so wie ich dich beobachte, du wirst noch manche Party, manches Fest schmücken mit deinem stimmungsvollen Auftritt. Gern, sehr gern. Jetzt bin ich wahnsinnig gespannt aufs Oktoberfest. Ja. Und da sind wir mal alle gespannt, ob Was ist das nochmal ein Hit wird. Ist aber der GEMA angemeldet? Alles. Natürlich, ja, ja. Text von dir, deutscher Text, englischer Text, englischer Text, alle, Musik. Alle Urheberrechte bei dir, ja. Kommt vielleicht auch ein bisschen was in die Kasse. Das ist in der heutigen Zeit anders als früher. Da kommt es digital in kleinen ja, ja, Tranchen. Aber nee, ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen was wird. Ja. Ich drücke dir die Daumen und wo immer es gespielt wird, ich singe mit. Und wir beide drücken gemeinsam den FC Bayern die Daumen. Das ist doch eine Freude. Also, viel Glück. Dankeschön. Ciao. Für die zieh ich mein Himmel raus und gib den letzten Pfennig aus. Hat sie beim Üben heute Nachmittag genommen?